Heute möchte ich dir den Unterschied zwischen Ausdehnung und Abgrenzung erklären, weil ich das sehr, 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 sehr wichtig finde. Und zwar, gerade in der spirituellen Welt ist es so, dass, also ich habe das zumindest so gelernt, dass man sich, bevor man energetisch arbeitet, erdet, ausrichtet und eben auch abgrenzt. Abgrenzt vor zu viel Emotion, abgrenzt vor negativer Energie. Und gerade sensible Menschen oder auch hochsensible Menschen sind der Ansicht, dass Abgrenzung ganz, ganz wichtig ist. Ich habe das früher auch geglaubt und auch das für jahrelang für richtig empfunden. Ich möchte dir aber heute auch eine andere Möglichkeit zeigen und auch dir den Grund erklären, warum ich das für viel sinnvoller halte, als eben sich abzugrenzen. Wenn wir uns abgrenzen, bauen wir einen Schutz auf. Wir bauen eine Mauer auf, um unser Konstrukt, um unsere Aura zu schützen, unseren Energiekörper zu schützen und natürlich auch uns selber zu schützen. Wir denken, dass wenn wir eine Mauer aufbauen oder uns in irgendeinen Lichtkegel stellen oder in eine Lichtblase stellen, dass dann eben nur positive Dinge zu uns vordringen können. Und das Negative, das bleibt draußen, sodass wir eben uns nichts einfangen, ne? Gerade wenn wir spirituell unterwegs sind, wenn du vielleicht ein Medium bist, wenn du mit Tieren sprichst, wenn du vielleicht mit anderen Seelen kommunizierst, dann haben wir ja oftmals schon die Angst auch, dass wir uns da was einfangen können. Ja, also Energien, die wir nicht haben wollen in unserem Energiefeld, die uns dann vielleicht auch beeinflusst. Also gerade in der Tierkommunikation hat man das eben zu Beginn so gemacht und ich auch ganz, ganz brav immer und immer und immer wieder. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, aber meinen Teilnehmern in den Seminaren stelle ich frei, ob sie den einen oder den anderen Weg wählen wollen. Ich möchte dir jetzt heute eine andere Möglichkeit vorstellen und eben auch erklären, warum ich das auch gar nicht für sinnvoll erachte. Die zweite Möglichkeit, anstatt sich einen Schutz aufzubauen, ja, wenn du dir vorstellst, dass du dein ganzes Leben lang immer wieder Mauern aufbaust, dann bin ich der Ansicht, da Energie ja fließt und wir Energie nicht sehen können. Also wenn du jetzt vorstellst, das ist hier positive Energie, in Anführungsstrichen, das ist negative Energie, in Anführungsstrichen, dann ist halt die Frage, fließt Energie ineinander oder ist es tatsächlich möglich, dass wir Energien voneinander trennen können? Ich denke, es ist nicht möglich, Energien voneinander zu trennen. Was passiert aber, wenn ich mich immer wieder abgrenze? Halte ich dann nicht auch positive Energie draußen? Oder halte ich nur die negative Energie draußen, wenn wir uns vorstellen, dass Energie ineinander fließt? Ich bin der Ansicht, dass wir alles draußen halten, also sowohl das Positive als auch das Negative. Wenn du aber in deinem Leben alles empfangen möchtest, sprich, wenn du dich nicht begrenzen willst, wenn du offen sein möchtest für alles, was da ist, egal ob das jetzt Geld ist, Gesundheit, Liebe, Wohlstand, Erfolg, Glück, Freude. Wenn du all das in deinem Leben haben möchtest, also haben wollen, ja, dann ist es notwendig, dass du bereit bist, alles zu empfangen. Dass du nicht unterscheidest zwischen gut und schlecht, richtig und falsch, sondern dass du jede Energie bereit bist zu empfangen. Nur dann kannst du auch tatsächlich alles in dein Leben ziehen, das du dir wünschst und von dem du denkst, dass du das gerne haben möchtest. Seitdem ich das so praktiziere, nämlich keine Mauern mehr aufzubauen, sondern Mauern tatsächlich abzubauen, sie in den Boden hineinfließen zu lassen und mich auszudehnen, was bedeutet das? Weißt du,
Es wird suggeriert, wenn du dich abgrenzt, wird suggeriert, dass deine Seele immer in deinem Körper ist. Du bist aber eigentlich ja Energie. Und die Seele ist Energie. Und das bedeutet, dass du unendlich groß bist in Wahrheit. Und wenn du dich über deinen Körper hinweg ausdehnst und ganz, ganz groß machst, dann kannst du auch tatsächlich alles empfangen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich zum Beispiel in einen Raum komme, wo ich negative Schwingung aufnehme, ja, oder wenn ich Streit habe mit meinem Partner oder mit irgendjemand anderen, dann neigen wir dazu, dass wir sofort unsere Schutzmauern nach oben fahren, ja, dass wir uns abgrenzen, dass wir sofort so, oh nee, hier bis hierher und nicht weiter. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du das Gegenteil tust, wenn du deine Barrieren absenkst und wenn du dich ausdehnst und ganz groß machst, dass dann Folgendes passiert. Dein Gegenüber wird entweder fluchtartig den Raum verlassen oder aber es ist Kommunikation auf einer liebevollen, in Anführungsstrichen, Ebene möglich. Ganz anders, als wenn wir uns abgrenzen. Und was für mich so der absolute Shift gewesen ist, dass ich mich tatsächlich anders entschieden habe und mir gedacht habe, okay, Abgrenzung folgt, passt mir nicht mehr, das ist nicht mehr meins, sondern eben die Vorstellung davon, dass ich größer bin als mein Körper, also in Wahrheit, ja, dass die Seele größer ist als mein Körper, dass ich mehr bin als mein Körper und dass es viel befreiender ist, sich auszudehnen und groß zu machen, dass man die Barrieren absenkt und dass du gleichzeitig eben erkennst bzw. verstehst, dass du gute Energie und schlechte Energie, wollen wir es jetzt einfach mal so benennen, dass du das nicht wirklich voneinander trennen kannst. Also das heißt, wenn du eine Barriere, einen Schutz aufbaust, dann glaube ich daran oder zumindest, wenn ich drüber nachdenke, macht das am meisten Sinn, halte ich nicht nur das Negative von mir weg, sondern eben auch das Positive, das, was ich möchte. Ich gehe ganz fest davon aus, dass alles im Leben, dass alles, was in unserem Umfeld zu sehen ist, dass alles eine bestimmte Frequenz hat. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel mehr Kunden wünsche, mehr Freude wünsche, mehr Liebe wünsche, mehr Leichtigkeit wünsche, mehr Glück wünsche, mehr Geld wünsche, mehr Erfolg wünsche, dann suche ich diese Frequenz. Und wenn ich das in mein Leben hineinziehen möchte, also wenn ich mich mit dem verbinde, wenn ich mich mit dieser Energie synchronisiere, dann wähle ich keine Abgrenzung, sondern eine Ausdehnung, weil ich sonst eben alles fernhalte oder nicht zu 100% alles in mein Feld hineinziehen kann. Ich hoffe wirklich sehr, dass du vielleicht mal für dich die Erfahrung machst oder dass du einfach mal ausprobierst, wenn du dich in einen Schutz hineinstellst, also wenn du dir vorstellst, dass du, keine Ahnung, in eine Lichtkugel dich stellst, dein ganzer Körper eingegrenzt ist, also abgegrenzt ist von der Außenwelt, ne? Du bist da in deinem Vakuum sozusagen, du bist in deiner Box. Und dass du vielleicht mal genau das Gegenteil tust, nämlich, dass du aus deiner Box rausgehst, dass du allen Schutz mal weglässt und dass du genau das Gegenteil tust, dass du dir vorstellst, wie deine Seele immer größer wird und größer wird und größer wird und dass du mal all die Mauern, die du jemals in deinem Leben schon aufgebaut hast, dass du die einfach mal abbaust, dass du die in den Boden hineinsenken lässt und dass du dich ganz, 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 ganz groß machst stattdessen. Probier es einfach mal aus. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass das, also zumindest für mich, der bessere Weg ist. Und seit ich das so praktiziere, tatsächlich mehr möglich ist als vorher. Alles in unserem Leben fängt im Kopf an. Was du glaubst, was richtig ist, wo du denkst, dass du schaffen kannst, alles, was
in deinem Kopf stattfindet, wird für dich die Wahrheit sein. Wenn du natürlich glaubst ganz fest, dass du dich vor Bösem schützen musst, weiß ich jetzt nicht, ob dieses Ausdehnen für dich das Richtige ist. Also jeder hat ja so seine Wahl. Ich möchte dir einfach nur erzählen, den Unterschied oder warum ich es jetzt anders mache. Weil vorher habe ich es ja genauso gemacht, habe mich auch abgegrenzt. Aber seitdem ich das nicht mehr mache, passiert einfach viel, viel mehr Positives in meinem Leben. Und ich habe auch festgestellt, dass die Menschen, die sich nicht mehr abgrenzen, sondern ausdehnen, auch in der Tierkommunikation tatsächlich viel mehr empfangen, als sie das mit Abgrenzung tun. Und deswegen, vielleicht magst du es einfach mal ausprobieren. Ich hoffe, es hat dir heute, der Impuls hat dir heute wieder gefallen. Ich wünsche dir jetzt jedenfalls einen ganz, ganz, ganz bezaubernden Tag. Ich habe jetzt gleich meine erste Akasha-Lesung, dann noch Tierkommunikationen und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Zeit. Ich sage wie immer Servus, Busti, schön, dass es dich gibt und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern.